Wenn ich jetzt nicht auf Geschwindigkeit machen würde, würde ich mir die hier alle noch holen, das wüsste ich aber. Wirklich alle Inseln. Auch die hier. Und dann würde ich die Güter produzieren. Die hier würde ich mir auch holen. Einfach nur Güter produzieren, um ihn zu versorgen. Mit ordentlich viel Handelsschiffen. Handel ich einfach mit ihm. Also, er braucht alles. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ich kann, glaube ich, gerade erstmal keine Stoffe liefern. Ich verbrauche einfach gerade zu viele. In die Wanten! Ich brauche sie für die Werft und ich glaube, mit dem Produktionsengpass hier unten hat mich doch ein bisschen reingeritten. Ja, so eine Dürre kann einem wirklich Probleme machen. Okay, 170 Tonnen ist das Maximum. Jetzt wissen wir es wenigstens. Es fehlt an Stoffen. Ach, mir doch egal. Auch wenn sie sie nicht benutzen, sind sie trotzdem unglücklich, wenn sie sie nicht haben. Ich brauche sie nicht, aber ich möchte, dass ich sie habe. Wenn ich heute mal wieder 20 Folgen beschrifte und gleich 10 Folgen produziere und das jetzt die Tage weiterführe. Ich habe wirklich Tage, an denen habe ich, ja, das sind meistens nicht meine Aufnahmetage, an denen habe ich, sehr viel gerendert. Meistens ist es aber so, dass ich, nach der Arbeit ein, zwei Stunden mir nehme und zu beschriften und manchmal auch Thumbnails zu machen. Für Anno mache ich jetzt keine. So Long Dark wird heute welche bekriegen. Euer Konkurrent. Eigentlich müsste ich für jedes Spiel machen, aber ich kann auch nicht so professionelles Thumbnails wie die großen YouTuber machen, weil ich weiß nicht, wie die es machen und ehrlich gesagt, das ist bloß ein Bild. Aber mir ist aufgefallen, ein Bild ist sehr entscheidend für die Viewzahlen. Oh, die haben uns Holz verkauft. Vielen Dank. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten jetzt noch die anderen beiden groß werden lassen. Okay, der eine wäre vielleicht auf die Insel gegangen, garantiert. Der andere hätte sich die Insel hier genommen und wäre dann auch nicht weitergekommen, denn ich hätte mir wahrscheinlich vorsichtshalber die ganzen Gewürzinseln geholt, damit sie keine Bürger kriegen und sich nie verteidigen können. Das wäre vielleicht ganz anders gewesen, dann wäre er nie groß geworden. Vielleicht hätte ich es auch so machen können, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, möglichst schnell ein paar von denen loszuwerden. Komm, hol dir das Holz. Nächstes Schiff, dann haben wir schon 14. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Kanonen nehmen langsam ab. Setzt neuen Kurs. Was? Was? Wie geht das denn? 1835 Tonnen Holz. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das passieren kann. Das habe ich auch noch nie gesehen. Können wir nicht was von dem Holz nehmen? Was? Wie geht das? Das heißt, die Kanonengießerei kann ohne Unterlass produzieren, weil sie aus irgendeinem Grund über 1000 Holz im Innern hat. Ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Ach, ich habe ja auch noch eine Eisenerzmine. Gut. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Hör doch mal auf damit.
Verkauft er vielleicht Holz? Verkauft doch mal was ich brauche. Ich nehme gerne euer ganzes Holz ab. Und steck alles in die Kanonengießerei, die... Ich weiß nicht, wie die zu so viel... Ich weiß echt nicht, wie die zu so viel Holz kommt. Es ist mir ein Rätsel. Wenn ich jetzt hier Krieg anfange, also die werden... Die roten Schiffe werden auf jeden Fall zusammengeschossen hier. Anker lichten! Setzt neuen Kurs! Jetzt könnte ich wunderbar Krieg machen und wir werden sofort zerschossen. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen. So, mal wieder ein bisschen Frieden schlichten, stiften. Setzt neuen Kurs. Voll der kalte Krieg auf jeden Fall, den wir hier treiben. Es ist einfach, ich habe echt das Gefühl, das ist ein Wettrüsten, was wir hier einfach nur machen. Was anderes ist es nicht. Bloß ich habe, glaube ich, den Vorteil. Der braucht wieder alles. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Er mag mich auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ich stelle mir vor, der wäre auch noch sauer auf mich. Das haben wir in der letzten Folge ganz gut gelöst, glaube ich. Obwohl, letzte Folge stimmt ja nicht, letzte Mission. Wo wir den Typen ja 100% versorgen mussten. Ich lasse die Schiffe doch mal lieber hier. Damit wir eingreifen können, weil die fahren ja hier alle lang. Dann kann ich hier alles abfangen, was hier vorbeikommt. Und danach kann ich auf die Schiffe losgehen, die anderen. Ich muss eh damit rechnen, dass die dann anfangen, Soldaten irgendwo draufzusetzen. Da muss ich schnell sein. Okay, das ist geschützt, das ist geschützt. Hier hinten werden sie wahrscheinlich nichts machen, weil wir direkt neben ihrer Insel sind. Werden sie da garantiert nichts machen. Die werden erstmal auf unsere Schiffe los. Was machst du da? Okay. Achso, die fahren bloß ab. Komm, verbraucht. Ja, mit dem Geld sind wir soweit stabil. Wenn wir dann die Soldaten nicht mehr brauchen, würde ich auch die Festung abreißen. Eine. Obwohl, eigentlich brauchen wir dann überhaupt keine Soldaten mehr. Gehen die Kanonen aus. Anker lichten! Vielleicht mache ich ja nach dem einen Schiff jetzt schon erstmal Schluss mit den Produktionen. Anker lichten! Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Ach ja, pisst euch, ihr Spasten. Braucht er nur so wenig Nahrung? Was soll denn das? Ich will, dass er viel mehr frisst. Ich meine, die Stadtbevölkerung wächst auf jeden Fall. Ladegerät anschließen. Ah ja. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie spät es ist. Gesichert. Ich verschwende schon wieder meinen ganzen Tag mit diesen Spielen. Aber ich finde es schön. Spiele, die man als Kind geliebt hat, liebt man als Erwachsener normalerweise auch noch. Für
unseren Herrscher. Ach ja, das ist ja ein Reiter, der ist relativ schnell fertig. Beziehungsweise relativ schnell da. Okay, wenn das Schiff da ist, können wir anfangen. Holz? Holz. Es wird aber weniger. Muss man echt mal ausmaxen mit diesem... Ich verstehe es einfach nicht mit dem Holz. Das haben die bestimmt manuell irgendwie einprogrammiert. Ich muss aber sagen, das weiß ich nicht. In Anno habe ich noch nicht viel programmiert. Das heißt eigentlich gar nichts. Schwache Insel, aber Türme drauf. Ist ja ein Penner. Ich muss die Schiffe loswerden. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das wird mit, je länger ich warte, umso schlimmer wird es vor allem. Normalerweise stört mich das nicht, wenn sie 100.000 Schiffe haben, aber wenn ich sie halt vernichten muss. Ich habe auch das Gefühl, das machen die nur in diesen Missionen, so extrem viele Schiffe bauen. Weil irgendwann hören sie mal auf. In der alten Anno-Version gab es eine maximale Begrenzung von Schiffen. Dann hatte ich es nämlich auch schon, dass es dann plötzlich gesagt wurde... Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Die Werft verbietet euch den Auftrag dieses Schiffes. Was eigentlich Blödsinn ist, weil ich bin der Herrscher. Ich glaube, da können wir wirklich bloß 20 Schiffe haben. Gesichert. Den sollte ich vielleicht vorher wegziehen. Oh, ein bisschen Holz sammeln kann ich ja, weil ich werde es dann brauchen. Nicht für die Kanonengießerei, die hat ja genug. Wäre allerdings auch cool, wenn man die endlos vollstopfen könnte. Wenn es so einen Button gäbe, mehr rein, immer mehr rein. So, speichern wir nochmal. Spielstand gespeichert. Warten, bis ein großes Schiff hier ist, so wie das da. Und jetzt geht's hier los. Volle Breitseite! Es gibt kein Entkommen. Die kann ich jetzt alle hier abfangen, glaube ich. Greift er oben an? Nee, er haut wieder ab, gut. Gut, die kommen alle hier vorbei. Ui, das ging gut, muss ich sagen. Na, enter doch mal lieber. So mag ich es, wenn sie einfach nur vorbei wollen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Na, Handelsschiffe darfst du so viele bauen, wie du willst. Die wollen vorbei. Ist das gemein. Erstmal die Handelsschiffe wegmachen. Nach Hause. Setz die Vorsegel! Setz die Vorsegel! Volle Breitseite! Das sind die Landräte. Hinterher. Hier wird nicht mehr gehandelt. Die werden wir auch schnell loswerden. Setzt neuen Kurs. Anker
vernichten. So, jetzt gehen wir mal auf Angriff. In Gewandten! In Breitseite! Als ob du mich groß aufhalten könntest.